Was will unsere Mutti von uns? Wo ist unsere Mutti da? Was ist das denn hier? Ach, Venom. Nicht Venom. Venom, alles klar. Venom ist da auf jeden Fall. Harry ist Venom. Links ist da was von Mysterio. Hier kann ich mich immer bequem umziehen. Ja, kannst du dich immer bequem umziehen? Ja, hier sind ja nur 100 Fenster. Hast recht. Hey Mutti, was los, Alter? Das wird unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Okay. Wirklich, alles gut. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que te digo. Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja, aber für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center. 116. und Convent. Es geht um meine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich! Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommt. Angela Merkel. Brauchst deine Hilfe, ne? Wir sind immer noch die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich muss die Schalttafel finden. Elektroman meine ich. Wir spielen wie der Elektriker. Na bitte, die Schalttafel. Die Relais sind überlastet. Ich muss zum Reparieren rein. Ah, mit Spider-Bot. Ich mal alles für Angelas Führung. Sind diese Typen? Der Alarm wird nicht ausgelöst. Der EMP hat das System flachgelegt. Ah, EMP, okay. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind weg. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Das ist ein Sicherheitsring. Mal sehen, was ich daran verstecke. Das geht noch. Ich reparier's schnell. Geschafft. Null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden.
Hey, Miles. Ich war in allen Priesterasylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum ließ ich ihn entkommen, wo ich da... Und Runde hätte ich auch gerne. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Drin muss es was Wertvolles geben. Die Typen wirken wie Profis. Bis wieder zum Lauf. Gut. Aber keine Reaktion. Wohl noch mehr Relais. Ich muss mich an denen unbemerkt vorbeischleichen. Wie wär's mit einer Ablenkung in C-Dur? Was war das? Ich sollte hier möglichst außer Sicht bleiben. Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Du schaffst das. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Hey, was ist das? Schieß drauf! Spider-Bot! Wie schlimm, da reinzugehen, Alter. Oh, was? Geh doch einfach da rein, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ach, da müssen wir hin. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Ach so, da oben. Miles, alles in Ordnung? Es gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Und, Studium. Ma, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören. Ja, ich wollte den Spiegel springen, weil ich dachte, das wäre so Super Mario, dass ich in eine andere Welt reinkomme. Vielleicht in so eine Fantasiewelt. Okay, das Signal ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Ich rate, die sind wieder Gegner. Ja. Boah. Ich muss durch den ganzen Raum hindurch. Ein paar Minuten. Nehmt die letzten Sachen und macht euch bereit zum Beladen der Laster. Verstanden. Wer war das? Horrorfilm. Wer macht hier Musik? Der Musiker. Läuft hier irgendjemand rum? Ihr dummen Pisser hier. Dann muss ich zur Laderampe. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen damit davon kommen. Spider-Man-Bot ist besser als Veli-Bot. Was gehört Veli-Bot? Bis zum Abbruch. Weg hier! Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt bin ich dran. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen. Aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Das ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Los, los, los! Bis nächste Woche 5 Riesen. Harry, spielst du mir Streiche? Geh doch dahin, du Vollidiot, Alter! Ja, Boss hat euch verarscht. Ja, jetzt wissen wir alle, wo Miles wohnt, in diesem Viertel. Das ging schnell. Ich
Mann, du fetter Schalter. Oha. Wer kommt denn hier? Polizei? Nein. Die Antipolizei. Sei in einer Stunde am Treffpunkt. Heute nicht. Mega Venom-Attacke. Okay. Haben die LKWs mit V8-Motoren? Oha! Nein! Au! Davon gibt's noch mehr! Malz, kannst du Auto fahren? Ich denke dich. Funky Drummer. Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala muss das Museum schließen. Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke. Ich bin Batman. Ich sollte mich bei Pete melden. Währenddessen bei Peter Parker. Peter hat das Internet für sich gefunden. Doch nicht. Hey Bro, hast du Zeit? Na klar. Harry ruft gerade an. Ich muss rangehen. Reden wir später? Oh, klar doch. Bis dann. Hey Pete, ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Bin unterwegs. Hast du was von MJ gehört? Du meintest, sie wollte zu seinem Haus, oder? Noch nicht. Sie wollte anrufen, wenn sie dort ist. Hoffen wir, dass er nur einen Tag krank feiert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe im Büro nach. Komm bitte, sobald du kannst. Kann immer, lieber Harry. Ich kann immer. Können und wollen sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Oh, was haben wir denn hier? Ein Panzerwagen fährt in New York Amok. Da müssen wir hin. Jawohl, guck mal hier. Wir fliegen und schweben und... Es läuft doch, Alter. Es läuft doch mit Peter. Panzerwagen wird überfallen.
Ist heute Dienstag? Hast du schon mal so ein großes Ding gedreht? Einmal. Keine Zeit mit Mal zu reden, aber gemeinsam falten oder was? Euchler. Tanzpartner gefällig? Also, wie genau habt ihr da alle reingepasst? Komm, Miles, ich brauche Hilfe. Guter Junge. Sehr schön. Verpiss dich. Nicht dafür. Du hast doch kein Geld, Peter. Ich dachte, Peter hat kein Geld. Aua. Die Stadt ist clean, Leute. Zu clean. Irgendwas wird passieren. Es passiert hier zu wenig in der Stadt. Ich würde gerne wieder Rhino treffen. Ah, da. Einbruch. Ich versuche mal eine hohe Kombi zu erreichen. Na, was war's? Ich vergesse immer einfache Gegner. Die halten nicht viel aus. Wir brauchen dieses Special Sonderjäger von Kraven.